Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Falls ich komisch aussehe, liegt das daran, ich habe gerade versucht zu schlafen und ich hatte eine Schlafmaske an. Und ich habe gerade gesehen, ich hatte hier voll den Abdruck, aber ich hoffe, man sieht es nicht. Übrigens, falls irgendwer von euch Tipps für Powernaps hat, dann gerne in die Kommentare. Ich versuche es immer wieder, aber ich schaffe es nicht einzuschlafen. Na egal, auf jeden Fall dachte ich mir, heute gibt es mal wieder ein besonderes Video. Eins, was schon sehr, sehr lange nicht mehr kam, aber auch irgendwie zu meinem Kanal gehört. Und zwar ein Schminkvideo. Ich weiß gar nicht, wie lange das letzte her ist, aber ich hatte irgendwie wieder richtig, richtig Lust, eins zu machen. Und zwar möchte ich euch heute mein Alltags-Make-up zeigen. Ich habe wieder eine neue Routine. Einfach aus dem Grund, ich muss euch kurz erklären. Wie ihr wisst, mache ich eine Ausbildung und da habe ich ein paar Tage in der Woche Berufsschule. Da schminke ich mich wirklich gar nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie interessiert es mich da nicht und irgendwie finde ich, lohnt es sich nicht, mich dafür zu schminken. Ich weiß nicht. Aber die anderen Tage arbeite ich auf jeden Fall und ich finde, also ich fühle mich irgendwie wohler, wenn ich so ein bisschen geschminkt und ein bisschen zurechtgemacht bin auf der Arbeit, weil Business und so. Ja, wie gesagt, das ist mein momentaner Arbeitsalltagslook. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß und ich würde sagen, schnacken wir nicht so lange rum, sondern fangen direkt an. Ich dachte mir, ich habe das nämlich sonst bei den Videos nie gemacht. Ich rede einfach dabei. Das erste, was ich nämlich immer mache, das habe ich früher zum Beispiel nie gemacht, ist eine, wie nennt man das? Feuchtigkeitscreme zu benutzen. Genau, ich benutze momentan diese hier von Alverde. Ich finde die, muss ich sagen, ganz cool. Aber man merkt bei der auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr, wie nennt man das, reichhaltig ist, glaube ich. Also ich würde sie zum Beispiel nicht benutzen, wenn ich danach nicht mein Gesicht abpuder oder Concealer benutze oder sonst was. Denn wenn man die nur alleine trägt, merkt man auf jeden Fall, dass man ein bisschen fettig im Gesicht aussieht, sage ich mal so. Also es ist an sich ja nicht schlecht, weil dadurch weiß ich, dass sie Feuchtigkeit spendet. Aber, wie gesagt, alleine sieht sie halt einfach ein bisschen zu fettig aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also ich glänze extrem stark. Jetzt habe ich auf jeden Fall Feuchtigkeit im Gesicht. Auch. Genau, meistens benutze ich dann, das ist aber leider leer, deswegen demonstriere ich euch das mal, eine Lidschattenbase. Die ist jetzt einfach von Essence. Das ist einfach, damit der Lidschatten ein bisschen länger hält und einfach cooler aussieht und so. Was ihr aber auch alternativ benutzen könnt, ist einfach Concealer. Dadurch hält der Lidschatten auf jeden Fall auch ein bisschen länger. Dann kommen wir zum Lidschatten, mein Lieblingspart. Dieser Part sieht jedes Mal so ein bisschen anders aus, weil ich immer nach Gefühlslage gucke, welche Farben ich machen will und so. Aber an sich würde ich auf jeden Fall sagen, er ist ja relativ schlicht. Also ich benutze meistens, sage ich mal, so einen Goldbraunton. Den mache ich einfach so in meine Lidfalte. Wisst ihr, das ist übrigens voll schwer, sich zu schminken ohne Spiegel. Also ich habe hier einen, aber dann müsste ich die ganze Zeit hier hingucken. Ich habe nur diesen Bildschirm. Deswegen sorry, falls es korrig aussieht. So. Danach benutze ich momentan immer so ein dunkel, also fast schwarz-matt. Das sieht ungefähr so aus. Und das mache ich auch nochmal hier hin. Einfach, um das Ganze noch so ein bisschen mehr Tiefe zu geben, wie die Profis das sagen. Ich finde nämlich momentan dunkles Augen-Make-up immer irgendwie voll schön. Ich weiß auch nicht. So ungefähr. So, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Und dann benutze ich meistens noch so einen Goldton, Goldglitzerton. Irgendeinen von denen hier. Meistens der hier, sieht man glaube ich schon. Den benutze ich dann einfach für das Lid. Weil ich liebe Glitzer. So viel erstmal dazu. Danach kommen wir zum Concealer. Auch eines der wichtigsten Sachen auf jeden Fall. Den mache ich unter meine Eyes, an mein Kinn, ein bisschen auf die Nase und hier zwischen die Stirn. Und das Ganze wird natürlich mit einem Blender verblendet. Ich habe eine Videofrage an euch, falls ihr ein Mädchen seid. Also falls ihr ein Junge seid, könnt ihr es auch beantworten, aber ich glaube nicht, dass da so viele Jungs mitmachen. Schminkt ihr euch zur Schule oder zur Arbeit oder je nachdem, wo ihr hingeht oder nicht? Und wenn ja, findet ihr, schminkt euch doll oder nicht? Das würde mich mal interessieren, weil ich hatte wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Phasen. Also ich hatte eine lange Phase, wo ich mich nie geschminkt habe zur Schule. Dann hatte ich eine lange Phase, wo ich mich immer so ein bisschen geschminkt habe. Dann wurde es auch etwas doller. Und dann kam wieder die Phase, wo ich mich gar nicht geschminkt habe. Also es ist bei mir wirklich immer komplett phasenmäßig. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, wie es bei euch ist. Ich liebe einfach Concealer. Ich finde, das sieht so krass aus, dieser Unterschied danach. So. Danach wird das Ganze abgepudert. Gott, habe ich mich erschrocken.
Und danach benutze ich nochmal den dunklen schwarzen Lidschatten für unter die Augen. Ich finde, das macht nochmal einen richtig, richtig krassen Unterschied. Werdet ihr gleich sehen. Bam! Okay, ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann, aber ich finde, es macht voll den Unterschied. So, der nächste Schritt sind die Augenbrauen. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin echt... Moment. Ich bin echt irgendwie am unzufriedensten mit meinen Augenbrauen. Ich finde irgendwie, die sind nicht wirklich gefüllt. Also hier sind so überall Lücken und irgendwie, weiß nicht, die Form und keine Ahnung. Das ist immer eine sehr, sehr lange Reise mit diesen Augenbrauen. Auf jeden Fall benutze ich dafür einfach so einen Augenbrauenstift. Die benutze ich auch schon wirklich, seit ich mich angefangen habe zu schminken. Ich finde die einfach am praktischsten. Am besten spitzt man den vorher an. Wo ist denn meine Spitze? Mr. Anspitze. Da bist du. Versuch das jetzt mal mit diesem Bildschirm hier. So sieht ungefähr der Unterschied aus. Also ich finde, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Ich finde, hier sind meine Augenbrauen halt irgendwie nicht so voll, leider. Aber ja, ich finde, es ist auf jeden Fall trotzdem nicht zu doll. Ich habe nämlich manchmal aus Versehen Tage, wo ich es echt übertreibe. Und das sehe ich dann so am Ende des Tages und bin immer richtig sauer. So, Nummer 2 ist auch einigermaßen fertig. Mittlerweile habe ich gelernt, da nicht zu viel Zeit rein zu investieren. Wo ist der Deckel da? So, wir sind fast am Ende. Jetzt kommt noch der Schritt. Das finde ich auch so witzig, wie sich so diese Gewohnheiten ändern. Zum Beispiel, früher habe ich diesen Schritt immer gemacht, dann gar nicht mehr, weil ich das so hässlich fand. Und jetzt finde ich es wieder voll schön. Und zwar benutze ich einen schwarzen Kajal. Den mache ich nämlich einmal, Vorsicht, das könnte eklig aussehen, auf die obere Wasserlinie, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch, dass ich keinen Eyeliner trage, benutze ich halt lieber das, damit ja, die Wimpern einfach ein bisschen dichter aussehen. Und das Ganze mache ich auch noch so ungefähr, ja nicht zur Hälfte, aber so ein Viertel ungefähr auf der unteren, damit man einfach diesen dunklen Effekt hat. Ich weiß, man sieht eigentlich, glaube ich, keinen Unterschied, aber ich sehe den Unterschied. Jetzt kommt der Highlight-Schritt. Da benutze ich so einen glitzernden Lidschatten. Mache den einmal unter meine Augenbraue. Moment, ich fokussiere mal. Unter meine Augenbraue. Hier. Über meine Lippe. Und auf meine Nasenspitze. Und dann kommt schon der letzte Schritt. Erstmal Wimpernzange und dann Lidschatten. Ich benutze immer noch den hier. Den benutze ich auch schon seit Jahren. Ich liebe den. Ich finde, bei Schminke ist das sowieso so. Ich finde, meistens benutzt man die gleichen Produkte wirklich jahrelang. Also ich habe wirklich selten Sachen, wo ich neue Produkte irgendwie ausprobiere oder ja, mir neue Produkte irgendwie auf einmal besser gefallen als meine alten. Ich weiß nicht, ich bin da so ein Gewohnheitstier, glaube ich. Es ist so schwer, sich ohne Spiegel zu schminken. Ihr wisst gar nicht. Und ich muss gerade reden, als ob ich richtig die Langeweile habe. Sonst geht hier alles kaputt. Ich finde auch, so Mascara, finde ich, ist auch so ein krasser Unterschied. Vor allem, wenn man die biegt oder nicht. Also, wenn man sie nicht mit der Zange biegen würde, dann würde das nicht so geil aussehen, auf jeden Fall, finde ich. Und das war's tatsächlich auch schon mit dem Look. Manchmal, wenn ich noch ein bisschen Zeit und Bock habe, mache ich dann auch noch so ein bisschen konturieren oder so. Aber erstens, ich kann es sowieso nicht, also scheißegal. Und zweitens habe ich da meistens auch morgens keinen Bock drauf. Ich kann euch sagen, das Ganze dauert ungefähr 15 Minuten. Also es ist wirklich nicht lange. Könnt ihr ja in dem Video sehen. Natürlich, ich habe ein bisschen geschnitten, aber morgens rede ich auch nicht so viel zwischendurch und sonst was, deswegen 15 Minuten ungefähr und ich finde, das ist wirklich nicht lange, um sich zu schminken, meine Meinung. Ja, das ist auf jeden Fall mein fertiger Look. Wie gesagt, ich finde, es ist nicht zu viel, aber man sieht auf jeden Fall, dass man irgendwie was getan hat und sich zurechtgemacht hat. Und das will ich erreichen mit diesem Look. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Was war meine Frage nochmal? Genau, schminkt ihr euch zur Schule, zur Arbeit, was auch immer? Oder nicht? Und wenn ja, doll oder nicht doll? Das ist hier die Frage. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Abonniert mich sehr gerne kostenlos. Genau, folgt mir gerne auf Instagram oder Musical.ly oder, ah nee, das heißt ja TikTok, sorry. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Seiten. Da bin ich auch relativ aktiv, würde ich sagen. Und ja, ich höre jetzt einfach auf zu reden. Wen juckt das hier eigentlich? Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!